Moin aus noch Hamburg. Ja, ich bin unterwegs und zwar, ihr seht schon, im Tesla Model Y Long Range. Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Generation Ü. Und wir fahren heute echte Langstrecke mit dem Model Y. Und zwar fahren wir von Hamburg, aus dem Norden Hamburgs, richtig in den Süden Deutschlands, und zwar an die Schweizer Grenze nach Konstanz. Ja, ich fahre hin und wieder diesen Business Trip. Und ja, jetzt fragt ihr euch, warum fahre ich den denn mit dem Model Y? Das ist doch gar nicht mein Dienstwagen. Ja, das kann ich euch sagen. Der Audi hat momentan ein paar Ausfälle, wie ihr sicher wisst. Aber momentan ist es so, dass er eben diese Ausfälle auch auf der Autobahn hat. Und ich nicht jedes Mal rechts ranfahren kann oder will. Ne? Also um da wieder die Steuergeräte einschlafen zu lassen und so weiter. Und deswegen fahren wir heute mit dem Model Y. Ja, vielleicht noch zum Faktischen. Wir sind losgefahren um 8 Uhr morgens. Es ist Sonntagmorgen, 8 Uhr. Und haben ungefähr 900 Kilometer vor uns. Das ist immer unterschiedlich, je nachdem, welche Strecke wir fahren, je nachdem, wie weit ich zum HPC oder Supercharger muss. Also irgendwas zwischen 870 und 900. Wir sind mit 90% State of Charge gestartet. Und unser erster Stop ist angekündigt in Lutherberg mit 16%. Lutherberg habe ich letzte Woche mit dem Audi, muss ich mal überlegen, so mit Ach und Krach geschafft, mit 100%. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie ich hier mit dem Model Y ankomme. Wir fahren wie immer 130 und ja, ich bin gespannt und melde mich dann aus Lutherberg wieder. Bis gleich. Ja, schaut mal, es ist Sonntagmorgen 10 vor 9 Richtung Süden und die Autobahn ist voll. Also alles, was jetzt von der Nordsee-Ostsee kommt, fährt gestern, fährt heute zurück. Ich glaube, es war ja ein langes Wochenende auch. In Hamburg haben wir das ja nicht, hier Frohnleichnam. Und dementsprechend werde ich mich heute wohl auf recht volle Straßen einstellen können, aber wichtig ist wenig LKWs, weil Sonntag. Das macht das Ganze ein bisschen erträglicher, sage ich mal. Und bin mal gespannt. Also ich habe mit Model Y schon unter 10 Stunden geschafft. Bin mal gespannt, wo ich heute lande. Möchte natürlich so schnell wie möglich ankommen und das ist so ein bisschen die Challenge heute. Leute, guckt mal, wen ich hier gerade überhole. Der DJ Bobo, der war nämlich in der Barclaycard Arena in Hamburg für einen großen Auftritt. Ja, und hier ist er wohl wieder auf dem Weg zurück in die Schweiz. Oder ist es nur seine Entourage? Wir wissen es nicht. Aber ja, DJ Bobo, wer kennt ihn nicht? Grüße in die Schweiz. So, hier lade ich sonst immer Harz West. Und auf dem Rückweg meistens Harz Ost. Auf der anderen Seite hier sind die Ionity, aber wir haben noch, ich hoffe, ihr könnt das erkennen, 35% in der Batterie. Haben hier unten einen Schnitt von 173 Wattstunden bei 130. Das ist sehr, sehr gut. Also ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass der Verbrauch so gut wird. Es ist schon etwas windig, aber, und das ist das Gute, guckt mal auf die Temperatur, wir haben noch keine, doch wir haben 20 nach 10 und es sind schon 26 Grad. Also die Batterie ist im totalen Wohlfühlbereich. Was nicht im Wohlfühlbereich ist, ist tatsächlich die volle Straße. Also wenn es hier nicht dreispurig wäre, dann wäre hier schon viel Theater. Aber so gesehen, ja, hoffen wir mal, dass wir gut durchkommen. Und man dann so ein bisschen Pause machen kann am Supercharger oder wo auch immer ich dann laden werde. Ich bin da heute vollkommen frei. Für mich zählt die Devise, möglichst schnell anzukommen. Aber schnell fahren geht sowieso nicht heute, weil einfach zu viel los ist. Also versuchen wir mit einer vernünftigen Richtgeschwindigkeit einen ordentlichen Verbrauch zu erzielen und zweimal zu laden auf die gesamten 900 Kilometer.
Ja, nun droht der erste Zwischenstopp. Und zwar sind wir hier in zögerlicher Geschwindigkeit auf dem Weg zum Rastplatz Hannover-Schmünden-Staufenberg-Lutherberg. Es ist, ihr seht, es ist viel los, es bewegt sich nicht so viel, also die 10 Stunden rücken wahrscheinlich in weite Ferne. Aber wir laden jetzt erstmal und wir sind jetzt bei 14%, also trotz zögerlichem Verkehr und 27 Grad Außentemperatur. Wir haben Gegenwind, das ist der alte Trick. Also mit dem Gegenwind ist natürlich der Verbrauch entsprechend höher und das macht sich auch sofort bemerkbar. Beim Audi allerdings schlimmer, klar, der ist auch deutlich schlechter im CW-Wert. Und so können mal eben doch viele, viele Kilometer Reichweite fehlen. Das ist echt blöde. Naja, jetzt laden wir erstmal und sehen zu, dass wir dann den nächsten zweiten Zwischenstopp machen. Guck mal, was hier los ist. Hier ist auch Warten angesagt. Seht ihr das? Nach links abbiegen, um auf Triftstraße zu bleiben. So, und natürlich möglichst gegen gegen die Sonne. So, wir sind jetzt hier am Supercharger Lutherberg angekommen und ich habe tatsächlich das Problem, hier parkt mal wieder einer auf dem Supercharger Parkplatz, warum auch immer, dass da, wo der silberne Q4 steht, seht ihr es, da habe ich zuerst geladen, weil hier alle, ja, hier war gerade sehr voll. Das heißt, hier hätte ich mir, weil wir hier einen V2 Charger haben, hätte ich mir hier die Ladung teilen müssen. Also bin ich zum Ionity gefahren und exakt der, wo der Ionity steht, ist defekt. Also, ja, super Sache. Scheinen aber einige Probleme zu haben. Und die Leute sind dooferweise nicht beim Auto. Das heißt, die merken nicht, dass ihr Auto nicht lädt. Und die verzögern den ganzen Zauber natürlich. Und jetzt baut sich da eine gute Schlange auf. Gut. Jetzt hat es sich hier gerade aber am Supercharger auf einen Schwung geleert. So dass ich jetzt hier auf Lücke stehe und im Endeffekt hier mich ein bisschen aufhalte und lade. Soll hier 25 Minuten stehen. Ne, geschätzte Ladezeit 55 Minuten. Also er will richtig voll machen. Aber ihr seht auch 144 kW bei 21%. Ich bin also mit 14% angekommen. Hier seht ihr es nochmal, sorry. Heißt also, ja, das ist eben nicht der schnellste, aber deutlich schneller eben als das Gewürge mit dem da hinten. Die fahren nämlich jetzt auch wieder weg, die Jungs, mit dem Q4, weil es einfach nicht funktioniert. Ja, schöner Scheiß. Jutti, also das ist immer das Problem und da muss einfach auch diese Ionity Charger müssen stabiler werden. Ersetzt die doch einfach durch Alpitronic und alles ist gut. Es ist wirklich echt schwierig. Naja. Ja, das Gute ist, so doof wie sich das anhört, aber dadurch, dass ich nicht mit dem Audi unterwegs bin, sondern mit dem Tesla, konnte ich natürlich jetzt umswitchen und konnte mal eben schnell zur anderen Lademöglichkeit fahren. Ja, also insofern, da sieht man es mal wieder, das ist eben das Beste aus zwei Ladewelten. So dass ich eben jetzt hier umgeswitcht bin auf den Supercharger. Ich habe ja noch einiges an Freikilometern, die ich noch verfahren kann. Ach ja, apropos Verfahren. Wenn ihr zum Beispiel ich habe von einem guten Freund eine Empfehlung bekommen, der hat sich ein Model Y gekauft. Hallo Philipp, schöne Grüße an dieser Stelle. Dann könnt ihr euch zusätzliche Freikilometer über das Guthaben buchen. Und wenn ihr noch Freikilometer habt, verlängern sich diese dadurch. Also die Frist zum Runterfahren verlängert sich. Das ist super und das habe ich auch gemacht. Und jetzt habe ich tatsächlich noch Zeit, um meine Freikilometer weiter runterzufahren. Allerdings immer nur ein halbes Jahr. Insofern, ja, ich will nicht aufrufen, aber wenn ihr ein Freund von mir seid und über meinen Tesla-Account einen Tesla kauft, haben wir beide was davon und ja, würde ich mich natürlich super freuen.
Ja, so sieht's aus. Wir werden jetzt erstmal eine längere Pause machen. Das ist auch gut. Da kann ich mich ein bisschen ausruhen, weil heute Morgen war doch ein bisschen früh nach einer recht kurzen Nacht. Und 55 Minuten. Er lädt allerdings momentan wirklich sehr stabil mit 145 kW. Und ich hoffe, das bleibt auch noch ein bisschen, dass sich keiner hier dazwischen stellt und mir die Ladespeed klaut. Wenn wir gleich soweit sind, geht's weiter. Bis gleich. So, weiter geht's. Wir haben jetzt geladen, hat tatsächlich 50 Minuten gedauert. Aber wir sollen jetzt mit 11% hier am Supercharger Leonberg angucken. Mal gucken, was es da noch drumherum gibt. Ich will ja nicht nur superchargen. Mal gucken, was so die Ladeinfrastruktur heute sagt. Und ich soll dann um 17.12 Uhr in Summe in Konstanz ankommen. Es wird wieder voller. Bei Ionity ist die Hölle los. Da versucht es gerade der Nächste an dem Stall. Dem werde ich jetzt noch mal kurz Bescheid sagen. Und ja, weiter geht's. So, die A7 ist dicht. Die normale Strecke durch Würzburg ist auch dicht. Also fahren wir jetzt hier eine zweite Umgehung, nenne ich sie mal. Und zwar die sogenannte romantische Straße. Ja. Ist tatsächlich ganz nett, gerade an der Würzburger Hofbräu vorbei, zwischen den Weinbergen. Hier sind also schon Weinberge, dann ein paar Häuser wieder durch. Also, da seht ihr es, romantische Straße. Oh. Heißt also, auch nicht schlecht. Also, hier fährt es sich dann ganz gut durch Würzburg, aber es ist dann schon ein ziemlicher Zeitverlust. Jetzt war aber leider die A7 dicht, das war rot und dunkelrot. Insofern ganz gut, dass wir hierher fahren. Weil alles ist besser als stehen. So ist es nun mal. Ja, ich muss mal gucken. Wir haben in der Batterie 40% noch. Also ich habe noch 40% in der Batterie. Dementsprechend noch über 200 Kilometer, würde ich mal sagen. Und der nächste Charger ist der SUC Leonberg in 145 Kilometern. Ja, das sollten wir locker schaffen. Ich fahre in der Tat ein bisschen schneller als 130. Also heute ist Mitschwimmen im Verkehr 130 min, 140 zu 40% und bergrunter 150. Das ist momentan die Mitschwimmgeschwindigkeit heute auf der Autobahn. Funktioniert gut, obwohl es total voll ist. Aber egal, also das ist ja das Schöne hier bei dem Wagen, in der Tat ist der auch bei höherer Geschwindigkeit immer noch unglaublich effizient. Ich guck mal eben, was der Durchschnittsverbrauch gerade so sagt. Na, ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Aktuelle Fahrt 159 Wattstunden, also das ist schon mega, ne? Das würde ich mit dem Audi nie schaffen. Also das schaffe ich auf dem Weg ins Büro, aber nicht auf der Autobahn. Das ist schon ziemlich krass. Also für die Langstrecke ist sogar das Model Y dem Audi weit überlegen. Ja, das ist schon eine krasse Nummer. Und auch hier mal schön zu sehen, ich bin tatsächlich günstiger unterwegs als kalkuliert. Heißt also, ich habe bis jetzt 21,6% verbraucht, zwar 1,2% weniger als die Trip-Prognose. Das habe ich echt noch nie geschafft. Also, und das im größten Teil durchs Fahren. Ich habe die Klimaanlage auf 20 Grad, da wird wahrscheinlich 21, 22 Grad eher favorisiert hier vom Fahrzeug. Aber 1,7% habe ich rausgefahren, das finde ich schon. Da muss ich mir doch mal selber ein bisschen auf die Schulter klopfen. Aber guck doch auf die Temperatur, wir haben 30 Grad. Also insofern wird das sicherlich auch eine Rolle spielen. Die Batterien sind seit geraumer Zeit im absoluten Wohlfühlbereich. Und beim Laden hat er gerade gepustet wie sonst was. Also da ist auch das Thema Kühlung jetzt ein ganz großes Thema. Naja, wir wollen uns nicht über das Wetter beklagen. Wir sind mal froh, dass es ein paar Tage richtig schönes Wetter ist. Die Kinder bei uns zu Hause haben schon die Poolsaison eröffnet. Ja, jetzt kann der Sommer auch mal wirklich kommen und bleiben. So muss das.
Model Y, Ioniq 5, Model Y. Es werden immer mehr. Super ist das. So muss es sein. Wir fahren eigentlich auch eine ganz schicke Reisegeschwindigkeit von 130, 140, manchmal 150. Also das funktioniert wirklich gut. Was ist das denn? Eine Tankstelle. Das ist aber nicht gut. Brauche auch nicht, weil wir sind ja wo viel Besseres. Wir sind am EnBW Ladepark. Ich sage es schon wieder falsch. Also für mich ist das hier Weinsberg. Ist es aber nicht. Es ist, also es hat alles was mit Weinsberg zu tun. Es wird aber irgendwie anders genannt. Weinsberg. Also da steht Weinsberg, aber irgendwie soll es irgendwas anderes sein. Keine Ahnung. Also an der A81, wir sind mit bummelig 18% hier angekommen. Viel zu voll noch, sag ich mal, aber es war wieder ein großer Stau vor mir. Und da habe ich gedacht, okay, lassen wir mal, dann laden wir doch mal zwischen. Ich habe hier tatsächlich begonnen, jetzt bin ich schon ein bisschen abgesackt, aber wir haben ja schon wieder 12% geladen. Mit 191 kW habe ich hier begonnen und hatte hier auf die letzte Etappe 196 Kilometer, 160 Wattstunden, Leute. 160 Wattstunden. Das ist echt mega effizient. Also ich bin begeistert, wirklich begeistert von dem Wagen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern die neuen Reifen vielmehr in Verbindung mit den The New Arrow Felgen was damit zu tun haben. Also sie werden sicher was damit zu tun haben, weil sie sind eben sehr gut in Abrollen und Energieeffizienz, beides A. Und dann The New Arrow, die im Endeffekt auch eine sehr gute Strömungs-, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Luftwiderstand und so haben. Also das ist wirklich eine krasse Sache. Ja, und jetzt lade ich hier. Ich war gerade noch hier beim Wirtshaus der Goldenen Möwe und habe mir da eine Kleinigkeit zu snacken geholt. Ist eigentlich nicht so mein Ding. Aber das muss jetzt mal sein, weil außer Frühstück gab es heute noch nichts. Und so langsam habe ich ein bisschen Hungerast. Wartet mal eben. Bin auch schon ganz schmal. Seht ihr das? Da muss man dringend was essen, weil sonst kann man auch nicht richtig Auto fahren. Ja, das ist das zweite und letzte Mal laden. Dann fahre ich durch bis Konstanz. Was sagt ihr dazu? Es sind übrigens über 900 Kilometer mit den beiden Umwegen, die ich bislang gefahren bin. Über 900 Kilometer mit 90% gestartet. Zweimal laden, wobei ich jetzt mal gucken muss, wie weit ich überhaupt laden muss. Das ist wirklich... Ja, und ich brauche die Pausen. Also wirklich, ich brauche die Pausen, Toilettengang, 5 Minuten mal die Augen zumachen, Mails checken, gucken, was auf der Strecke los ist. Ich bin da sehr, sehr dankbar für. Das ist wirklich super stressfreies Fahren. Und wenn das Model Y ein besseres Fahrwerk hätte, dann würde ich kein anderes Auto fahren. Es ist wirklich ein Traum, wie das Auto Spaß macht, wie effizient es ist, wie viel Platz es hat. Die Art, es zu fahren, liebe ich einfach. Aber das Fahrwerk liebe ich nicht. Ja, so ist es. Und ich muss unbedingt mal eins der neuen Modelle Probe fahren, die aus Shanghai, glaube ich, und Berlin kommen, Grünheide kommen. Eines von beiden soll wohl ein deutlich besseres Fahrwerk haben, also ein Komfortfahrwerk haben ab Januar, nee, ab März diesen Jahres. Wenn ihr dazu was gehört habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare, würde mich interessieren, weil vielleicht werde ich ja nochmal schwach. Ja, Wasserstofftankstelle, wollen wir nicht. Normale Tankstelle, auch die haben sogar da hinten zwei Schnelllademöglichkeiten mit sogar mit CC, mit Chademo und hier eben den EnBW Hypernetz Schnellladepark mit 12 Punkten. Also super Sache. Gerade war noch ein Porsche hier, also hier ist auch wirklich ein ständiges Kommen und Gehen. Und funktioniert. Einer ist kaputt, habe ich gesehen. Aber der Rest läuft und wir sind jetzt auch schon viel zu weit vollgeladen.
Also mit 50% hätte ich weiterfahren können, aber ja, kurz eine Mail geschrieben und mir eine Apfelsaftschorle geholt und zuckruck ist man mal wieder langsamer als das Auto. Aber so habe ich noch genug, um auch in Konstanz hin und her fahren zu können und den Wächtermodus laufen lassen zu können. Wir gucken mal, wo wir jetzt sind. Wir sind bei... Ich hänge ja an dem anderen. Stimmt ja. Schon ein bisschen durcheinander. Wir sind bei 77%, viel zu viel. Okay. Also, einmal beenden. Zack. Ja. Ja, Ladekurve. Das ist sie. Nicht so berühmt. Maximal Leistung 190,7 und im Schnitt über 100. Das ist mir wichtig. Aber es reicht. Jetzt fahren wir erstmal weiter. Oh, was für eine Blechkarawane. Ja, das ist eben, das sind eben die Rückläufer des Frohen Leichnam-Wochenendes, heißt es, glaube ich. Also die großen Feiertage, die wir ja im Norden gar nicht haben, in Hamburg sowieso nicht. Katholische Feiertage, und da ist auch im Elbtunnel die Hölle los gewesen. 40 Kilometer Stau in beide Richtungen. Und ja, das ist natürlich heute an dem Sonntag, ist auch Rückreiseverkehr. Aber es läuft eben, weil die Geschwindigkeitsunterschiede nicht so groß sind, weil es keine LKWs dabei gibt. Das ist schon ein Riesenvorteil. Und deswegen habe ich mich auch dazu entschlossen, heute schon zu fahren, am Heiligen Familiensonntag, weil es einfach viel stressfreier ist. Oje, oje. Also Gegenspur seit Kilometern Stau. Und hier läuft es auch nicht so richtig rund. Schon viel los heute, das kann man nicht anders sagen. Und trotzdem werde ich unter 10 Stunden bleiben. Yeah! Also. So, Freunde, da ist es, das Lago. Guckt es euch an. Das ist der Grund, warum ich hier bin. Das ist unser Shopping Center, wo wir ganz viel Herzblut reinstecken. Und wo ich auch die nächsten 3 Tage drin verbringen werde. Ja, und von da aus, hinterm Lago ist die Schweizer Grenze. Links vom Lago ist der Bodensee. Also Bestlage, sagt man, glaube ich. So, und jetzt gibt es erstmal ab ins Hotel. Das ist nämlich hier gleich auf der rechten Seite. Oh, hier ist aufgrund des Umbaus ist hier richtig Chaos. Also richtig, nicht so wie sonst, sondern richtig Chaos. Wir sind angekommen. Heurika mit 25% Rest. Und einem Durchschnitt von 173 Wattstunden. Ich blende euch nochmal jetzt den Gesamtverbrauch bei der Gesamtstrecke ein. Und ja, hier seht ihr es nochmal. Also hier ist, das ist die Altstadt, hier ist das Lago. Dieses Teil hier ist das Lago, hier ist der Bodensee. Das ist natürlich noch viel, viel größer. Ne? Ja, hier ist kein Empfang dran, das ist leider ein bisschen schade. Hier ist mein Hotel. Welches ist es? Ja. Ist leider ein bisschen Mauerempfang hier drin. Sonst hätte ich euch das natürlich gerne noch mal ein bisschen deutlicher gezeigt.
Aber wir stehen hier drin und hier ist mein Hotel. Das heißt, ich habe kurze Wege und bin jetzt die nächsten 3 Tage erstmal mit allen möglichen Themen im Lago beschäftigt. Freue mich da super drauf. Tolles Team, tolles Wetter, tolles Center, alles toll. Es ist mega anstrengend, inklusive eben der Fahrt. Wir sind jetzt keine 10 Stunden unterwegs. Bin um 8.08 Uhr losgefahren, bin jetzt um 18.01 Uhr hier, habe eine Pipi-Pause zwischendurch mehr gemacht, als ich laden musste. Und hab nebenbei noch einmal zu lange geladen und natürlich noch 2 Umleitungen, große Umleitungen über die Käfer gefahren um Würzburg. Also so gesehen bin ich super zufrieden. Das ist eine sehr, sehr lange Strecke gewesen. Fast 900 Kilometer in unter 10 Stunden, finde ich, ist, kann man wirklich, ja, ich weiß nicht, wie ich da mit dem Verbrenner viel schneller bin, außer dass ich eben viel kaputter bin. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Faktor hier. Gut, ihr seht, ich bin wie aus dem Ei gepellt, in der Tat. Ja, ich bin ein bisschen müde, das ist richtig. Liegt aber eher daran, dass ich von gestern auf heute nicht viel geschlafen habe. Aber ansonsten war die Fahrt, obwohl es sehr voll war, sehr entspannt. Autopilot war toll, hat keinerlei Phantombremsungen gehabt. Was mir total auf den Keks geht, ist der Scheibenwischer, der hin und wieder wirklich die trockene Scheibe wischt. Das ist wirklich ätzend. Insofern versuche ich immer die Scheibe sauber zu halten, aber das kann es ja echt nicht sein. Ich werde morgen schön im Lago laden. Da haben wir nämlich neue Ladestationen, neue AC-Ladestationen. Und die werde ich mir morgen mal gönnen, damit ich dann für die Abfahrt am Mittwoch, ja, ist noch lange hin, aber für die Abfahrt am Mittwoch wieder safe bin. Und ein bisschen AC laden tut dem Akku ja auch ganz gut. Ja, insofern, liebe Leute, ich hoffe, euch hat dieser Trip gefallen. Es ist auch in der Urlaubszeit kein Problem. Ja, wir hatten Lutherberg-Stauffenberg, war es bei Unity ein bisschen voll. Aber vielleicht sucht man sich dann auch nicht die Charger aus, die wirklich die Hauptverkehrspunkte bedienen. Elektroautofahrer wissen das meistens. Aber es gibt natürlich auch die sich gerne anstellen. Und das soll natürlich auch jedem selbst überlassen sein. Ich bin jetzt hier, freue mich auf die nächsten Tage. Und wenn euch das Video gefällt, drückt gerne unten auf den Like-Button. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, bitte, bitte drückt auf den Abonnieren-Button. Das würde mich super freuen. Weil, wie gesagt, was sagte ein sehr geschätzter YouTube-Kollege von mir aus Bremen, nennen wir ihn Dennis W., abonnieren ist kostenlos, aber nicht umsonst. Also insofern freue ich mich aufs nächste Mal und sage bis bald, euer Frank vom Kanal Generation E. Tschüss aus Konstanz.